Mit Buck, der große Schatz. Sollen wir schon wieder mit dem schnacken? Ja Mann, jetzt sollen wir schon wieder mit dem schnacken. Jetzt führt uns hier als nächstes hier oben hin. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind völlig von unserem Strand abgekommen, oder? Wo waren wir gerade eben noch? Hier, ne? Mit den ganzen Relikten und der verlorene Brief. Den wollte ich eigentlich noch mitnehmen. Jetzt sind wir ja schon wieder gar nicht mehr an der Quelle. Mensch, ist doch schade. Funkturm, Übergabemission. Hier wird es gleich weitergeben. Ach komm, wenn wir schon in der Nähe sind, dann klären wir das nochmal ganz kurz. Und machen uns da irgendwie auf den Weg. Sind ja nur noch 400 Meter entfernt. 2000 Experience wieder. Ich weiß, wir müssen uns gleich mal wieder um unsere Skills kümmern. Aber irgendwie habe ich gar keine Zeit dazu. Ich weiß, es ist wichtig, aber ich möchte mir hier weiter kämpfen, weiter schnitzeln. Komme ich auch bestimmt ohne meine Tattoos oder wie er die immer so schön ausgesprochen klar hat. Klar. 300 Meter an weiter Marsch. Lalalala. Eine ganz gute Kondition, der Junge. Also wirklich langsamer wird er nicht. Dafür hat er auch gleich seine Belohnung verdient. Das ist ja hier fast in War Z oder so. In DayZ, keine Ahnung, irgendwelchen MMORPGs, wo man erstmal jetzt hier Ewigkeit laufen muss zum nächsten Quest. Schade, dass ich kein Reittier habe. Und nicht mal, ja. Oder einfach ein Wüstenbuggy oder ein Dschungelbuggy, das hätte mir auch gereicht. So, ich glaube, dafür haben wir gleich ein umso geilere Kutsche bei unserer Übergabemission. Oh ja, da steht doch schon ein nettes Quad. In den Anus. Bringen die. Ja. Oh, 1,25 mal richtig schön hier durch die Walachei heizen. So, gefällt euch das? Oh ja, geil. Wir kriegen noch ein paar Freunde hinten dran. Meine Fresse, sowas Geiles habe ich hier fast noch gar nicht im Spiel gemacht. Mit so einem dicken, oder eher, naja, was heißt dick, mit so einem schönen Buggy. Mit so einem schönen Quad mal richtig hier jemanden die Beine weggefahren. Alter Schwede, ist das geil! Ich liebe das Spiel einfach so sehr! Bitte Far Cry 4, wann kommst du raus? Oh mein Gott, oh mein Gott. Es dampft schon so leicht. Ich glaube, wir haben schon so viele böse Jumps gemacht und da haben wir auch schon die Ziellinie erreicht. So. Ja, kein Ding, ne? Wo hat es uns hingetrieben? Ah, hier hin. Okay, perfekt. Ja, dann können wir eigentlich nochmal hier hinfahren. Ich meine, wenn wir hier schon mal sind, dann können wir gleich zusehen, dass wir das irgendwie das Relikt und den verlorenen Brief finden. Gut, dass wir das bisschen abgeschlossen haben, denn so den einen oder anderen können wir ja schon mitnehmen. Das ein oder andere Briefchen und das ein oder andere Relikt. Was geht hier ab? Was geht ab, Bitches? So. Der Brief war ja schon mal easy. Gibt auch 500 Experience, ein Level up. Perfekt, Dankeschön. 3 von 12 gerade mal gefunden. Und wo soll jetzt hier das Relikt sein? Alter. Er kann hier schon wieder nicht Auto fahren, oder kriegen wir etwa Besuch? So, das wäre zu einfach da rein. Vielleicht aber von der Rückseite. Da ist es. Oh mein Gott, jetzt weiß ich nicht, wie kann man sich nochmal hinlegen gleich? Schild, wie kann man sich hinlegen? Option. Grafik, Kalibrierung, Steuerung, genau. Gameplay.
steht ja gar nicht. Ah ne, doch, man kann doch wieder runterscrollen. Schießen, ziehen, sprinten, springen, hocken, nachladen. Aber kann man auch kriechen? Hauptwaffe, zweite Waffe, Stein werfen, genau, heilen, interagieren, hocken, nachladen, das weiß ich alles. Granate wählen ist 9. Ich glaube, man kann sich nämlich gar nicht hinlegen. Aber wenn man sich nicht hinlegen kann, dann kommt man hier auch gar nicht rein. Freunde, helft mir mal bitte. Nein, ich komme hier nicht rein. Schatz genau vor meinen Augen und ich krieg's nicht gebacken. Kann man sich aufsprengen irgendwie? Jawohl! Das war eine Option. Auch nice, okay. Ich würde sagen, so haben wir sich das einfach mal hier gedacht. Finde ich geil, finde ich einfach nur geil. Spontan. Schön, dass sie viel rausgemacht, so würde ein richtiger Mann das machen. Okay, das sind unsere Homies. Ich weiß, das Ding dampft hier schon ein bisschen. Aber es bringt uns zu unserem Ziel. Wobei, hier gibt es auch gar nichts mehr zu erledigen, ne? Nope, eigentlich nicht. Wir können uns sonst eigentlich noch das Boot nehmen. Ich würde sagen, sonst schnappen wir uns das Boot und holen uns hier noch die Bootswerkstatt. Wir müssen unsere Spuren verwischen. Ne, das war jetzt nicht. Ich wollte das eigentlich mit C4, oder? Ja. Hab ich mir auch anders vorgestellt, aber egal. So, ein Fischköder da hat hier. Patrouillenboote, ganz genau zumindest. Mit C kümmern wir uns eigentlich das Geschütz. Okay, würde ich sagen, machen wir gleich mal einen ganz harten. Belagern wir gleich mal hier die kleine Base mit diesem Patrouillenschiff. Der ist auch nicht hier gerade das schnellste. Na ja, komm schon. Drück mal drauf. So, und dann können sie auch gleich schon der nächste ausmachen. Jawohl! Bin ich hier! Das habt ihr richtig erfahren! Bleibt eure fucking Verstärkung. Mach mal hin, ey. Ja, ich will noch was zu tun haben. Hier ist schon alles so leer gemetzelt. So langweilig. Erwischt. War die Molotow für mich bestimmt. Ich mähe euch alle über. Wir kommen von Osten rein.
So, das nenne ich nochmal vernünftige Verstärkung. Das nenne ich nochmal was Vernünftiges. Auch wenn es nicht ganz gereicht hat. So, Dankeschön. War auf jeden Fall nett hier. Neuen Posten ausgenommen. Oder eingenommen. So, neues im Shop eine Shadow. Das sieht doch mal richtig nice aus. Das sieht irgendwie aus wie so ein Desert Eagle. So, dann hätten wir hier auch schon die Schnellreise. Noch eine Memory Card. Perfekt. So, das möchte ich natürlich erstmal sehen. Einzigartige Waffen oder wo ist die jetzt neu? Shadow. Oh mein Gott, ist die geil. Eine angepasste Pistole in der 1911 mit einem größeren Magazin, Scheindämpfer und individuelle Lackierung. Sie wurde hinsichtlich Genauigkeit und Geräuscharmut optimiert. Für 2600. Jungs, das kann ich mir noch nicht mal leisten. Aber ich habe endlich mal wieder hier das Verkaufstool gefunden. Ja. Schon mal den ganzen Trash verkaufen. Kriegen wir einmal ein 800 für. Gut, damit könnten wir uns, ich glaube, die nette Shadow gönnen. Machen wir das mal. Konsumartikel. Was ist ein Konsumartikel? Medizin, Körperpanzerung. Oha. Aufrüstbare Körperpanzer aus einer robusten Synthetikfaser, der den Schaden durch gegnerische Waffen verringert. Kaufen wir mal. Medizin. Ja, das können wir auch hier, das kann ich mal selber mit meinen Kräutern herstellen. Einzigartige Waffen. Gut, 2600 kaufen wir uns. Was lassen wir denn dafür da? Tauschen wir mal die MP aus. Ich meine, sonst haben wir so zwei schallgedämpfte Waffen. Das ist auch ein bisschen zu viel des Guten. Können wir die noch minimal anpassen? Oh ja, können wir sogar. Wollen sie aber nicht. Okay, egal. Inventar ist aufgefüllt. Ja, 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 ja. Okay. Wildschweinfetisch. Früher war es so schön hier. Nett, 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 nett. So, Hunde, Soldat, Pistolen, Herausforderung. Können wir hier auch nochmal ganz kurz machen. Ich meine, wir wollen das ja alles abarbeiten. Dann haben wir auch wirklich fast alles gemacht. Hier in Bad Town gibt es noch eine Übergabe. Hier gibt es noch zwei andere. Aber ansonsten, boah, haben wir hier wirklich alles abgeforstet. Ja, sonst. Also wie viel sagte ich noch? Oh, hier so kann man es ja auch noch sehen. Eins, zwei, da ist glaube ich hinter noch eine andere. Ja, genau. Zwei, drei, vier, fünf, da oben noch eine und die sechste machen wir jetzt hier. Hier immer noch eine siebte. So, dann würde ich sagen, geht's auch gleich weiter zum Funkturm. Wohin sollen wir sonst noch hier quatschen, schnacken? Wo geht's hier weiter mit unserer Quest? Ach, hier ganz in der Nähe. Aber ich würde sagen, bevor wir uns um die Quest kümmern, holen wir uns nochmal den Funkturm, damit wir diesen Tipfel hier bekommen. Das gefällt mir nicht, wenn ich in unerforschten Gebiete hier rum tüfte. Aber hier gibt's ja auch echt noch viel zu tun, Leute. Ich habe schon so viel Far Cry gezockt. Aber das Game, das hat so einen riesen Content, ist echt unglaublich geil. Gute Arbeit, aber es ist immer noch mehr zu tun. Ich weiß. Wirf einen Blick auf die Aushangtafel. Wir haben den Außenposten, aber es gibt immer noch Arbeit. Schau auf die Aushangtafel. Wer ist der Mann? Ich. Schade, hätte klappen können. Was macht ein Gabelstapler hier? Perfekt. Hat sogar geklappt. Ah, la 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 la. La 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 la. Ein wenig links rumgerissen, ein wenig rechts rumgerissen. Hier haben wir gegengesetzt. So, würde ich sagen, fangen wir erstmal mit der Piste über. Lust auf ein bisschen Zielschießen? Macht Platz.
Experte, nicht genug Geld. Ach, das kostet immer was. Ich dachte, man kriegt mal eine Belohnung. Erlegen Sie mit der zur Verfügung gestellten Waffe gegnerische Angriffswellen, erreichen Sie innerhalb der Zeitlimits die Zeitpunktzahl. So langweilig. Ja, mit der nächsten Welle. Schon bitter, dass wir die mit der Piste hier zerlegen. Komm, schieb doch noch ein paar Vögel nach. Der Junge hat nichts mehr zu schießen. So, möchtest du dir auch zwar neu starten? Nö, haben wir super gemeistert. Kannst du gut zielen? Ja, war doch gut, oder nicht? Ich meine, war easy peasy eher. So, jetzt müssen wir mal kurz zu deiner Mutter rein. Hey, du! Hier, du hast eine Waffe? Kannst du damit umgehen? Nee. Hier ist das doch eine rhetorische Frage. Ha, wohl wahr. Kannst du uns helfen? Die Hunde in diesem Teil der Insel sind wild, wandern in Rudeln. Einer verhält sich besonders seltsam. Weißt du, vor ein paar Jahren hat mein Hund die Tollwut bekommen. Er biss nach allem und jedem, brach sich die Zähne ab, schäumte, bellte, verhielt sich total verrückt. Glaubst du, einer der Hunde hat Tollwut? Ja, ich sah sie gestern. Mein Hund hat genauso ausgesehen. Zeig mir, wo ich sie finde. Dank dir, aber Vorsicht, sie führt ein starkes Rudel an. Die anderen Hunde gehen hier aus dem Weg, aber sie sind sicher in der Nähe. Das Alpha-Tier einmal eliminieren. Okay, Kammerjäger, Ivenik unterwegs. Wie immer, ein Blick auf die Karte. Wir sind gerade hier. Okay, das können wir. Komm, nehmen wir kurz das Auto. Chill mal, Missionsgebiet verlassen, kehren zum Ziel zurück, sonst scheitert die Mission. Betreibt man nicht. 5 Meter dahin gelaufen. Ey, wir fahren da rüber. Oh, fuck, Mann! Wir haben es gerade halb übergefahren. Verarschen. Okay. Ist irgendwie schon bewusst, dass es gleich ein bisschen härter wird. Papa-Bär haben wir kurz weggesniped und die Hunde gehen auf den Sack. In Anus. Ja, das Alpha-Tier ist down, oder nicht? Oder? Ging das jetzt zu schnell oder so? Nö. Ich würde sagen, es war einfach zu einfach. Ach, jetzt sollen wir kurz nochmal zum Mafia zurückkehren. Okay. Oh mein Gott, und es kommt gerade so ein richtig fettes, geiles Unwetter auf. Oh mein Gott, es ist so traumhaft. Ich stehe einfach in einem Regen und ich spüre richtig, wie es auf meine Haut hier prasselt. Leute, ihr könnt mich gern für verrückt erklären, aber was will ich jetzt tun, um in diesem Dschungel zu sein, ey? Es ist diese Natur, dieser Regen einfach. Es tut so gut, dieses warme Wasser hier. Hier, mein Gockel, irgendwie sonst was. Alter,